Sicheres Online-Banking. Online-Banking ist die zeitgemäße Lösung, womit Sie Ihre Bankgeschäfte unter anderem in den Bereichen Konto und Vermögen, Zahlungen, Wertschriftenhandel oder Marktdaten und Research überall, jederzeit und sicher abwickeln können. Einige Online-Banking-Systeme bieten eine Demo-Version an, um deren zentrale Funktionen auf einfache Art und Weise kennenzulernen. Animationen und Erklärungstexte sorgen oftmals für eine optimale Verständlichkeit aller Inhalte. Das Online-Banking hat in den letzten Jahren einen unheimlichen Boom erfahren. Immer mehr Kunden nutzen diesen innovativen Kanal, um ihre Bankgeschäfte abzuwickeln. Auf der anderen Seite steigen natürlich auch die Betrugsfälle. Was ist jetzt zu tun, um es sicher zu machen? Wir sehen da drei Bereiche. Natürlich den Bereich der Bank, den Bereich von Bank zum Kunden, den Login-Bereich, aber auch den Kunden selbst. Beginnend bei der Bank ist es uns sehr wichtig, die Daten sicher aufzubewahren, dem Kunden die Sicherheit zu gewährleisten. Und so machen wir auch die Transaktionen in einem sicheren Umfeld, dass auch die Überweisungen entsprechend ankommen. Im Login-Bereich ist es so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt für den Kunden, auf einfache, aber doch sichere Weise sich einzuloggen. Da gibt es Mobile-TAN-Verfahren, per SMS zugeschickte, da gibt es Secure-IDs, Karten, eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten, die diese Sicherheit gewährleisten. Und im dritten Bereich ist es natürlich der Kunde selbst, der eine Eigenverantwortung einbringen muss. Was kann ich tun, um sicheres Online-Banking zu machen? Und das kann er sich sehr schön bei E-Banking aber sicher nachschauen und einholen. Für die Sicherheit beim Online-Banking muss der Nutzer grundsätzlich mal unsere 5 Schritte für ihre Computersicherheit beachten. Das ist Schritt 1 sichern, das heißt, er muss Backup machen von seinen Daten. Dann Schritt 2 schützen, er muss seinen Computer mit einem Antiviren-Software schützen. Dann Schritt 3, er muss seine Verbindung überwachen, das geschieht mit einer aktivierten Firewall. Im vierten Schritt muss er vorbeugen, das heißt aktuelle Software-Updates installieren. Und im fünften Schritt muss er noch aufpassen, das heißt einen gesunden Menschenverstand walten lassen und zuerst den Kopf verwenden und dann den Finger auf der Maus. Für sicheres Online-Banking sollte der Benutzer vor dem Einloggen folgende Punkte beachten. Und zwar sollte er keine andere Internetseite offen haben, das heißt am besten Browser schließen, Browser wieder öffnen und dann E-Banking betreiben. Die Adresse zum Finanzinstitut, die sollte manuell eingegeben werden im Browser, also keinen Link verwenden, der zum Beispiel per E-Mail zugeschickt wurde. Tritt beim Login-Vorgang eine ungewöhnliche Fehlermeldung auf oder ein Systemunterbruch etc., dann sollte das Login sofort unterbrochen oder abgebrochen werden und eventuell das Finanzinstitut informiert werden. Und als letzter Punkt sollte die sichere Verbindung überprüft werden. Das geschieht über die sogenannte Zertifikatsprüfung. Wie das geschieht, eine einfache Anleitung finden Sie auf www.ebankingabersicher.ch. Wenn die Arbeit erledigt ist im E-Banking, dann sollte der Computer nicht einfach ausgeschaltet werden oder heruntergefahren, sondern man sollte mit dem entsprechenden Knopf oder Button im E-Banking die Sitzung korrekt beenden. Die sind meistens so mit Logout, Beenden oder Abmelden bezeichnet, also diesen Knopf drücken und dann unbedingt den Browser Cache leeren. Wie das funktioniert, wie der Cache geleert wird, gibt es wiederum Anleitungen auf unserer Webseite zu finden. Des Weiteren sollte jeweils die Monatsabrechnung unbedingt kontrolliert werden oder die Liste der pendenten Zahlungen auch angesehen werden. Bei Unstimmigkeiten bitte sofort das Finanzinstitut informieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.ebankingabersicher.ch. Sie können einen Kurs, einen unserer Kurse besuchen. Wir bieten Kurse in verschiedenen Städten der Schweiz an. Oder Sie wenden sich bei spezifischen Fragen zu Ihrem E-Banking direkt an Ihr Finanzinstitut. Das Internet. Kein anderes Medium hat unser Leben mehr verändert wie der Zugang zum World Wide Web. Wir surfen, mailen, googeln, kaufen online ein und wickeln unsere Finanzgeschäfte online ab. Aus unserem Alltag ist das Internet nicht mehr wegzudenken. Es ist komfortabel und vereinfacht uns viele Vorgänge, wie gerade das Online-Banking. Um all diese Möglichkeiten und Vorteile sicher nutzen zu können, ist das Einhalten der Grundregeln
5 Schritte unerlässlich.